Okay, mein Diese Freund. Kreaturen sind jetzt unsere geringste Sorge. Einer der Dorfweisen hat Lord Forcelons Kriegsschiff über dem Wasserfall gesehen. Bestimmt macht dieser... Was ist jetzt los? Achso. Yeah, mein Gott, sieht die geil aus. Das erhöht die Chance. Rebell wieder Ärger. Wir müssen alle ins Dorf bringen. Das kennen wir ja mit dem Aufleveln. Gesundheit ist voll. Wo ist eigentlich meine Gesundheit? Sie hören nicht auf, bis sie die Mauer durchbrochen haben. Wir müssen die Dorfbewohner schützen. Wär vielleicht irgendwie ein bisschen schlauer, wenn du hier nicht dazwischen laufen würdest. Du stinkst. Diese Wälder sind nicht mehr sicher. Komm, wir gewähren euch Zuflucht innerhalb der Mauern. Ja. Warte kurz. Jetzt haben wir eine Munition dafür. Perfekt. Für unseren rosa Schießprügel hier. Hallo, meine Freunde. Hallo, ich bin's, Ratchet. Kennt ihr mich? Ich habe gesehen, wie dein Raumschiff hinter dem Canyon abgestürzt ist. Ich glaube, wir können behilflich sein. Das Schiff ist Schrott. Wir können es niemals reparieren. Ja, die Zoni schon. Triff mich am Tempel von San, wenn du bereit bist. Dann erkläre ich dir alles. Ich hau euch erstmal hier alles kaputt. Für eure nette Gastfreundschaft. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Und dir selber? So, was geht ab? So, hier in the building. Nicht viel, oder? Erstmal alles auseinandernehmen. Ich meine, 100, das ist schon was. Ich hab sie schon gehört. Ich höre sie schon. Irgendwo sind die so. Ja, Mann! Gedenken an San Gribnak, Vater, Freund und Häuptling der Fongoiden. Der Typ war offenbar ein Held. Ich bin einer von euch. Hab ich Kacke am Schuh? Weg damit. Yeah, Mann. Ja, Mann. Gibst du mir ein Autogramm? Natürlich. Nein, später. Später, keine Fotos, keine Autogramme, bitte. Ich bin auf einer Mission. Ich möchte meinen Freund beschützen und wiederholen. Schwammfließband aus dem Grummelnet-Hauptquartier. Wollen wir uns mal die lustige Vorschau ansehen. Der Schall-Eruptor. Dieser genetisch mutierte Xenegot ist die perfekte Waffe zur Feinkontrolle destruktiver Art. Feuert man die Waffe auf eine Gruppe Gegner ab, ertönt ein absolut vernichtender Paarungsruf. Der Eruptor wirkt am effektivsten bei vollen Xenegotenlungen. Der Schall-Eruptor. Erhältlich nur bei Grummelnet. Okay, Chef, was kann ich für Sie tun? Abgemacht. Ah, guck mal hier. Wow, ein echter Lombax. Ja, tatsächlich. Also wenn die Backen ganz groß aufgepumpt sind oder oben eben die Anzeige, dann können wir losschießen. Also dann
macht es den meisten Schaden, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ich glaube, das ist auch richtig so. Dein Raumschiff kann repariert werden, aber dazu braucht es größere Kräfte als alles, was dieses Universum je gesehen hat. Gefährliche Kräfte. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Die Zoni sind mächtige Wesen und können fast alles. Doch sie sind Kollektivwesen und müssen zusammen sein, damit ihre Energie wirkt. Im Innern ist ein Gefäß, mit dem du verlorene Zoni retten und ihre Bioenergie nutzen kannst. Folge mir und fasse nichts an. Okay. Ich geh mal vor, so viel zum Thema Folgen und so. Wir müssen dich einschließen, bis du das Gefäß beschafft hast. Willst du wirklich nicht hierbleiben? Wir haben eine tolle Minigolfbahn. Ich schaff das schon. Quark, kling dich in meine Navi-Einheit. Wir bleiben in Funkkontakt. Verstanden. Operation Rotes Hemd kann beginnen. Rotes Hemd? Wieso das denn? Also, um Situationen wie diese zu überleben, darfst du niemals Sätze sagen wie "Es ist so ruhig hier" oder "Alles wird wieder gut". Also du meinst, nichts wird wieder gut? Geschafft. Ich bin durch. Einfachste Übung hier. Ich bin durch. Hoffentlich ist dieses Gefäß das wert. Laut dem Häuptling ist das Gefäß einzigartig. Von Orvus in die Dimension gebracht und den Fongoiden anvertraut. Und er meint, es könnte Aphelion reparieren? Er meinte, es könne viel mehr als das. Zoni-Bioenergie ist die mächtigste Ressource im Omniversum. Sieht ja lustig aus. Oh. Quark, hier drin sind zwei Zoni. Diese armen, verlorenen Kreaturen. Schau mal, ob du eine mit deinem Schlüssel packen und ins Gefäß stecken kannst. Hui! Sehr schön, Ratchet. Operation Rotes Hemd ist ein Erfolg. Ich hab... Ohne Scheiß, ich komm nicht drauf. Was meint er mit Rotes Hemd? Ich hab keine Ahnung. Aber ich mag die Zoni jetzt schon. Hui! Ich werde es jetzt jedes Mal sagen. Hui! Ah, lustig. Erfahrung erhöht. Ah, guck mal hier. Dadurch erhöhen wir die Erfahrung. Klugscheißer. Und da kriegen wir wahrscheinlich so viel, so mehr Lebensenergie am Ende. Lebst noch? Ich meine, du lebst noch. Ich hab's doch gesagt. Gut gemacht. Das Gefäß gehört dir. Au. Komm, wir haben noch einen Zoni an einem sicheren Ort versteckt. Unsere Wachen haben ihn entdeckt, als er einen Ausflug am Wasser machte. Er kann dir helfen, dein Schiff zu reparieren. Schnell, alle sofort in den Tempel! Phaselon kommt! Okay, Quark, sind deine Muskeln bereit für ein kleines Kämpfchen? Was für eine Frage! Hatte sich Dr. Nefarius nicht klar ausgedrückt, was passiert, wenn du aus einem Loch kriechst? Die Uhr gehört uns. Wow, warte. Wer? Dr. Nefarius hat hier überhaupt nichts zu sagen, Schurke. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt ein echter Doktor ist. Also gib den Kumpel meines Gefährten heraus, sonst gibt's Ärger. Wieder siegt die Technologie! Erledigt den Verwandten und bringt die andere zur Befragung. Jetzt wollt ihr es wissen hier. Ah, schon ein bisschen Isaac Clarke-mäßig. wollen wir mal unsere neue Waffe ausprobieren? Ah, schön, wenn es
Maul richtig voll ist, dann musst du losschießen. Sie entführen die Dorfbewohner. Wir müssen sie aufhalten. Wie geht's dir? Wir wollen aber erstmal. Also, ich will erstmal die Pistole aufleveln. Ist ja gut, ich bin bei dir. Oh, Kettensägen-Massaker. Woher mit den ganzen Bowls? Können wir echt gut gebrauchen später. Munition. Roll nicht! Ja, das wusste ich doch. Ich kenne einen Geheimgang, der dich zurück zu deinem Schiff führen wird. Bleib dicht bei mir. Alles klar. Darf ich auch so reden? Boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf ein Stück Apfelkuchen von Omi. Ah, schön mit Streuseln und so. Oder schön fetten Käsekuchen, ja. Boah, Schweinblut. Rede nicht davon. Nein. Lass mein Kumpel in Ruhe. Einsammeln hier alles. Guck mal, wie viele Bowls wir kriegen. Ja. Wir wollen nichts Böses. Wir kommen im Frieden, ne? Ja. Waffe wechseln und zwar. Treffen wir die so? Nein! Meine Freunde. Alter, wie viele. Rein die Bombe jetzt. Das ist meine Chance. Boah, ich wollte schon sagen. Munition besser. Alles klar. Boah, ruckel, ey. Da kommt die Dings nicht mal mit. Engine oder was war das jetzt? Ja, scheiße. So, was ist jetzt los? Das heißt, wir müssen Quark schon wieder retten. Hier rein, schnell! Oui. Oui. Ah, es ist. Dies ist der letzte Rest Technik im ganzen Dorf. Ich wollte ihn schon lange zerlegen, aber zum Glück habe ich das nicht. Dieser Teleporter bringt dich auf dein Schiff. Folge mir. Ich bin genau vor dir. Whee! Schnell, repariere dein Raumschiff mit dem Zoni-Gefäß. Wie genau setze ich das denn ein? Wow. Direkt mit dickem Upgrade. Wir sind jetzt official pimped. Die Sony haben die Aphelion repariert. Du kannst jetzt zu anderen Planeten reisen. Sammle Sony, um Schiffsausrüstung freizuschalten. Weitere Sony, um dein Schiff aufzurüsten, spezielle Waffen hinzuzufügen und durch tückische Bereiche des Prego-Systems zu reisen. Wir sammeln erstmal hier. Alter, schon wieder ein goldener Bot. Bolt meine ich natürlich, kein Bot. Her damit. Spürnase Saurus schlägt wieder zu. Ohne Witz, mir macht das Spiel gerade so richtig Bock. Ich glaube, man merkt das auch ohne Witz. Es macht richtig Spaß. Mann, ey, es ist geil. Diesen Ort verlassen.